So, ein wunderschön. Ja, willkommen zur geplanten Aufnahme von Extermination Day. Allerdings wollte ich kurz noch was machen, was ruhig in die Aufnahme mit rein kann. Ist ja jetzt nicht so wild. Meine Mutter ist eine. Okay. Nein, wir werden jetzt nicht Back to Saturn spielen. Ich möchte hier nur ganz kurz was machen. Und zwar. mir diesen Cash-Bonus nehmen. Also nicht nehmen im Sinne von ich nehme sie mir, sondern ich nehme sie mir selber weg. Und dann werde ich mir noch mein gesamtes Geld wegnehmen. So, wollte ausreichen. Ja. So, und jetzt wechseln wir endlich zu das, was ich heute endlich machen wollte. Also jetzt machen wollte. Und zwar spielen wir jetzt erstmal wieder mit Extermination Day weiter. Hatte ich ja gestern angekündigt bei dem Stream. Weil das ist eigentlich erstmal mein Hauptprojekt. Und hier werden wir jetzt genau das gleiche machen. Mir ist nämlich aufgefallen, ich hatte am Anfang, ganz am Anfang gesagt, das mit diesen 300% ist schön ausgeglichen. Allerdings ist mir leider aufgefallen, dass es irgendwie doch nicht ausgeglichen ist jetzt im Let's Play. Und ich wusste erst nicht warum. Allerdings ist mir dann eingefallen, dass das eigentlich relativ leicht zu erklären ist. Und zwar... Nein, das Cash Percent Bonus 200 und Take DVD Cash 9000. So, das Ganze liegt nämlich daran, wir spielen ja hier auf Ultra Violence. Und das Problem ist, man hat natürlich mehr Monster. Logisch, weil Schwierigkeitsgrad heißt halt nicht nur, dass man stärkere Monster hat, sondern auch, dass man mehr Monster hat. Das Problem, was sich dabei ergibt, ist aber, dass ich ja diesen Faktor eingesetzt hatte, um halt meine Punkte pro Monster zu erhöhen. Wir aber auch mehr Monster haben, heißt also praktisch, dieser Faktor nochmal erhöht wurde. Und damit wird es dann wieder unausgeglichen. Das hatte ich am Anfang natürlich nicht gedacht, weil ich privat hatte immer auf normalen Schwierigkeitsgrad, beziehungsweise am Anfang auch auf einfachen Schwierigkeitslevel gespielt. Und da war dementsprechend weniger Monster. Da man aber pro Monster gleich viel bekommen hat, war es damit für mich so zum Spielen zu wenig, wie ich ja bereits erklärt hatte. Und deswegen hatte ich halt diesen Faktor eingebaut. Aber jetzt bei Ultra Violence hat man halt so viele Monster, dass ich damit einfach zu viele Punkte bekomme. Deswegen, wir haben uns praktisch jetzt schon komplett ausgerüstet, obwohl wir gerade mal in Level 12 sind, also noch bei den einfachen Levels. Und ich hatte eigentlich so gehofft, dass wir irgendwann so um Level 20 rum voll ausgerüstet sind, dass wir dann für die letzten 10 schwierigen Levels halt voll ausgerüstet sind. Allerdings spielen wir jetzt schon seit fast 4 Levels oder sowas voll ausgerüstet. Was eigentlich schon wieder zu lame ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, die Ausrüstung kann ich mir nicht so einfach wegnehmen. Da müsste ich erstmal die ganzen Variablen manuell setzen. Aber ich habe jetzt erstmal zumindest den Faktor wieder auf 0 gesetzt. Und mir alle Punkte genommen. Heißt also, das Einzige, wozu wir die Punkte jetzt noch brauchen, ist für solche Geschichten. Ja gut. Und damit wir die aber nicht einfach en masse kaufen können, sondern wirklich nur dann, also begrenzt kaufen können, deswegen habe ich halt wieder diesen Faktor auf normal gesetzt.
dass man auch ein normales Kaufverhalten wieder hat. So, haben wir gleich Automat bekommen. Das war ja nice. Quick Save, ja. Und dann legen wir mal los. Ja gut. Haben wir gleich von Anfang an eine Map. Da sind welche. Also welche ist gut? Da ist gerade mal ein einziger. Da ist einer. Da sind ein paar. Ach ja, wir haben ja hier keine Kettensäge. Wow. Wieso stockert denn mein Rechner so? Ja. Da hinten ist noch einer. So, dann wollen wir mal ganz kurz gucken, wo der da ist. Ja. Jawohl. Oh. Noch mehr ungebetene Gäste oder eher nicht so? Digga! Also das ist jetzt ein bisschen unrealistisch. Das hier ist ein Wagen. Guckt mal, wie fucking viele Achsen der Wagen hat. Und was für eine Idee sind die denn da gekommen? Das hier ist ein Drehgestell. Normalerweise hat ein Wagen ein Drehgestell und noch ein Drehgestell. Dieser Wagen hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Drehgestelle. Holy shit, da macht es doch wenigstens so wie bei den großen Stahltransportern, dass wir hier so ein. Dass ihr hier so ein V-System habt, das praktisch immer zwei Trägerstelle mit einem Oberträgerstell verbindet. Hier noch ein Oberträgerstell. Diese beiden Oberträgerstelle dann wieder mit einem Trägerstell. Kennt ihr schon so eine Wagen? Keine Ahnung. Aber so sieht es einfach ultra unrealistisch aus. Der kommt so um keine einzige Kurve rum. Das funktioniert doch nicht. Habt ihr schon mal was von Physik gehört? Hä? 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 Und auch? Nein. Was habe ich hier eigentlich schon? Habe ich hier schon Higher Jump? Nein, habe ich noch nicht. Also könnte ich da vielleicht sogar raufkommen. Aha, hier kommt man nicht rein. Das ist ja voll lame. Nicht mal Secret. Es wird immer lamer. Hm, auch nicht. Nein, auch nicht. Auch nicht. Ja, bei Bruteltum könnte man die Dinger jetzt abschießen, würde man Boni bekommen. Ist allerdings eine Exklusivität für Bruteltum. Wobei Project Totality macht es auch, weil es ja vom Bruteltum abstammt. Ja, war schon fast klar. Allerdings sind das halt wirklich so fast die Ausnahmen, oder? Komm mal her. 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 Du Endor. Du. Bist du doch ein bisschen leichter. Mhm. Nein. Ja, die können durch den Zaun durchschießen, als ob. Hä? Ich glaube, hier wird scharf geschossen. Na, ja, hier wird scharf geschossen. Du kommst weg. Noch einer? Ja, da hinten. Dann kommt ihr weg.
komm her, komm her, komm da! Oh, Hurensohn, du. Arschloch. Oh. Gut. Achso, ja, ist gesperrt. Aber hier geht es doch weiter hinten. Aber wahrscheinlich muss man den Außenraum oder so. Mal gucken. Ja, ich muss erstmal da lang. Ach ja, gut. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Wobei, es gibt hier nicht wirklich was. Nee. Schicke Tankstelle mit dem Wasserspeicher. Schade, kann man nicht einschalten. Ein paar Raketen haben wir endlich. Ne? Alter, ich sehe nichts. Scheiße, ich drauf. Hm? Oh. Na. Ah. Ich hasse offene Felder. Komm mal weg hier. Ich sehe nichts. Was sind denn alle? Zeig doch schon mal. Er geht doch. Oh. Sieht er mich noch nicht, oder? Wow. Hä? Alle schießen, aber der mit der größten Wumme schießt nicht. Braucht er jetzt mal eine Einladung, oder was? So bescheuert hier. Hallo. Hallo. Juhu. Hey. Hä? Ja gut. Wer nicht will, der hat schon oder so. Also früher bei Brudeldoom, also bei Project Brudeldoom Starter Pack, da sah diese Map etwas anders aus. Na gut. Ah genau, schön hoch, ja. Alle vier. Aha. 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 Wo bist du denn? Wow. Okay. Oh, das war auch noch. So, okay. Okay. Okay, okay, okay. Oh Gott, the fuck is going on. Mhm. Oh. Oh, geht. Kann man machen, muss man aber nicht. So, dann komm. Nee, den jacke ich lieber hier mit in die Luft. Das passt besser, oder konnte ich besser anvisieren. Komm zu Papi, 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 ist er weg? Nein. Natürlich, nee. Jetzt. Komm. Noch 50 Mal schießen, geht doch.
Ja, das macht Sinn. Irgendwie kommt mir die Stelle hier auch bekannt vor. What the fuck? Hatte ich nicht gerade geguckt gehabt? Oder spawnen hier jetzt welche irgendwo? Das wäre mal, richtig die Bullshit. Ich meine, ich mag so eine verwinkelten Gegend, wo man sich, wo man wirklich rumgucken muss, ja. Aber wenn, wenn die dann hier überall auch noch spawnen, ist dann doch ein bisschen Bullshit. Ein bisschen sehr großer Bullshit. Oha. Verstehe schon. Geht doch. Warte mal, Bitch. Gewitschte Bitch. Wo geht's halt lang? Da ist frei. Ja, wo geht denn da? Wow. So, jetzt bin ich wieder bei dem Ort. Gut, dann geht's mal hier hinten rum. Kann nicht schaden. Ach, da sind doch auch noch welche. Genau so muss das sein. So, wo muss ich jetzt hier weiter? Ach ja, die Kiste hier drauf war ja irgendwie. Aha. Und gefunden. Halt, zurück. Ah, nein. So. Das war alles? Stopp. Leute, ich brauche mehr Munition. Dann habe ich ein bisschen Rüstung, bin aber voll. Na gut. Dann gehen wir mal. Noch, komm jetzt. Komme ich hier hoch? Wie komme ich hoch? Oh, eine Tasche. Bam. So, da muss ich hin. Gibt's hier nochmal offiziellen Weg? Nö. Also wieder rauf. Los. Oh, speichern wir mal. Ist ja gerade hier ein bisschen ruhiger geworden, kann man ja auch mal nutzen, um
Aha, hier kommt man also offiziell hoch. Aber wie kommt man hier hoch? Keine Ahnung. Dankeschön. So, wo geht es weiter? Autsch. Bitte. Was? Moment mal, wo kommt ihr denn jetzt her? Oh, ja gut, okay, das macht natürlich Sinn. Das macht, Ja, versucht's mal, ihr Bitches, hä? Ich glaube, die mögen mich nicht, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Wow. Och nö. Oder so eine scheiß Viecher. Kacke, ich bin, Boah, Alter, Leute. Ach da. Ja, ja, komm. Scheiße. Okay. Och Mann, nein. Leck mich. Oh. Bam. Okay, noch nicht. Also wahrscheinlich wieder, wie ich die Karte berühre. Ah, nee, doch schon. Das ist Bullshit. Na, komm her. Mann. Komm her. Du kommst als allererste. Alle weg? Oh, ich hab mal alles weg. Oh, nein, da ist einer. Und wie ich euch kleinen Viecher hasse. Wow. Okay. Karte gehört mir. So, nochmal speichern. Ah, schade, komme ich nicht hoch. Hier ist doch gar nichts mehr. Na gut. Dankeschön. So, für Rüstung. Nein. Ah, hier ist doch ein bisschen. Da. Das hier. Das habe ich gerade. Oh, die kann auch nicht schaden. Ist auch wieder nur bla. Und Trisöls und Keks und Kack und. Ach, ne, schade. Hat gerade die grünen Flecken hier so ein bisschen Rüstung, aber sind nur grüne Blutflecke. Gut, also Rüstung gibt's. Was ist denn da oben los? Leute! Okay. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen aufräumen. Von oben aus eine gute Position, oder? Gut, dann ich guck erstmal nach einem schönen. Hallo. Ich mach's am besten so. Ja, ist ja gut jetzt. Ja, wieso stockert mein Rechner so? Ab und an. Ist er jetzt gerade dabei, Texturen mal nachzuladen oder was? Na komm. Arschloch. Ja, perfekt, der erste ist weg. Der zweite ist weg. Und der dritte ist auch weg. Gibt's da noch mehr von denen? Hä? Haben die auch noch ihre Schwester mitgebracht? Sehen die Schwestern hübsch aus? Sind die Schwestern nackt? Ich sollte mich beherrschen, welche Fragen ich in dem Stream stelle. In dem. Boah, das ist auch schon wieder so nah. Weg. Okay. Scheint da hinten jetzt einmal sicher zu sein. Wow. Na, kriegt super Fallschaden hier. Ich dachte, ich bin der Springer, der springt. Gut, schön, wirklich hier wieder hoch. Da geht's hoch. Was? Oh nee! Na komm her. Hä? Hallo? Wo hat er sich jetzt hin teleportiert? Hä? Hier nicht?
Hä? Ach, da oben. Oh, leck mich doch. Ich muss mal kurz hier hoch. Dankeschön. Komm her! Kleine Fotze, du! Ja, ja! Wow! Oh Mann, ey! Arschloch! Meine gesamte Rüstung ist weg! Boah, da war so ein Viech! Boah! Wo denn? Wo ist er denn? Da hinten. Ah, komm her! Ha! Zerfickt, würde ich mal sagen. Du kleine, rote Schlampe. Ja, na super, den hat sich ein bisschen verschwendet. Egal. Ja? Habe ich jetzt mal schön seine rote Farbe abgeschossen hier. Obwohl, weil das war, glaube ich, eher vom Revenant. Ist auch egal. Fakt ist, dieser Teil der Geschichte ist Geschichte. So, hier ist noch mehr Rüstung. Meine gesamte Rüstung verbraucht. Ich glaube es nicht. Ah komm, egal. Wird wahrscheinlich nicht der letzte gewesen sein. Der Map-Designer mag ja scheinbar Revenant. Ja, ja, nein, so, den Ort wiederum kenne ich wieder sehr gut, die Monster aber nicht, hallo, oh Mann, oh, nein, 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 hör auf die Bäume zu verbrennen, das erzeugt CO2, du Arsch, Umweltsünder, Kanacke, Bitch. Arsch! Oh, das ist aber nett. Dankeschön! Yay! Wow! Okay. Danke. Wow. Okay. Na? Ja. Da ist noch einer. Ja, ich habe heute noch nichts getrunken. Es ist gerade mal kurz nach 6. Aber ich habe heute schulfrei. Weil erst ist PAS ausgefallen, da hatten wir 2 Blöcke. Also wir hatten heute statt 4 Blöcken nur 2 Blöcke. Und dann ist halt nur noch betriebswirtschaftliche Praxis. Was? Nee, betriebswirtschaftliche Prozesse ausgefallen, so rum. Und damit hätten wir von heute nur noch von 4 Blöcken einen Block gehabt. Und dieser wäre Sport gewesen. Und da hat unsere Sportlehrerin gesagt, gut, für einen Block Sport müsst ihr nicht unbedingt zur Schule kommen. Kriegt ihr den Urlaub frei. Und dementsprechend sitze ich heute am schönen Mittwoch zu Hause. Ja. Und mach Aufnahmen. Ich werde aber nicht nur Aufnahmen machen, ich habe nämlich auch noch eine Präsentation im Nacken und ich bin auch noch bei Anime Miyako. Ist ein Anime-Forum und da bin ich als Translator aktiv, also in der Gruppe der Translator. Ich bin derzeit Editor, der praktisch das Übersetzte nochmal guckt und editiert nach sprachlicher Rede etc. Und da habe ich heute auch noch einen Auftrag. Ich habe also heute voll zu tun. Von daher passt das ganz gut mit dem freien Tag, sonst müsste ich vieles davon am Wochenende machen. Aber das Wichtigste ist erstmal die Präsentation. Wie sieht's hier aus? Nein, lohnt sich noch nicht. Gut, hier habe ich einen schönen Saving Room. Wie sieht es eigentlich auch so mit Daten, okay? Ich habe 4 Secrets, davon habe ich bisher kein einziges gefunden. Kein einziges, ja? Da ist ein Raum. Komme ich da hin? Ist das der Raum? Gucke ich da? Ja, da gucke ich gerade hin. Also das ist der Raum. Ja, 2 Rohre, ein Rohr und da sieht man auch diese 2 Wulze. Das ist der Raum.
Na. Na komm. Machen wir noch so Rückflug, oder? Ah, oh! Rüstung. Ja, weil jetzt, wo ich wieder mit normalem Punktsystem spiele, also mit 100% statt 300%, muss ich natürlich auch wieder darauf achten, dass ich wieder schön die ganzen Secrets einsammle, weil ich die Punkte, und wenn ich alle Secrets und alle Monsters umgebracht habe, kriege ich extra Punkte. Wobei das eigentlich auch schon fast nicht mehr wichtig ist, weil das Einzige, wofür ich gerade Punkte ausgebe, ist das hier. Und ja, das ist natürlich immer noch komplett underpowered, also overpowered in dem Sinne, dass es viel zu billig ist. Ich zahle gerade mal 500 Credits für so eine Scheiße, das ist eigentlich viel zu wenig. Hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ich da persönlich mindestens 3000 Credits verlangen würde. Oh! Ach so! Okay, für alle, die es freut, da oben sitzt, glaube ich, noch ein Cyberdemon. Wenn ich mich recht entsinne. Ah, komm her, komm her! Komm nur her! Komm nur her, du Anton! Scheiße. Geht doch. Okay, jetzt wird's ein bisschen tricky. Leck mir doch nicht dein Arsch! Alter, wer hat diese Fahrzeuge designt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum ist da eine Achse? Wie soll der Hänger bitte schon lenken? Oder lenkt der Hänger mit? Leute, so, da ist jetzt, da nehme ich mal die Waffe. Hä? Uah! Och, leck mich doch! Scheiß Schlampe, du! Okay. Ich korrigiere. Ach so, ja eben. Ist ja die Stelle, wo jetzt hier die ganzen LKWs stehen. Okay. Haben sie also auch alles ein bisschen abgeändert. Ist natürlich super schön. Bin ich mal gespannt, ob das Cyber Demon woanders jetzt ist. Vor allem natürlich an der Stelle, die ich jetzt damit nicht mehr kenne. Und dementsprechend auch nicht mehr damit rechne. Ah. Fotze. Habe ich nicht gesagt. Nein, es ist ja keine Frau, es ist eine Spinne. Da darf man so eine vulgären Ausdrücke doch schon verwenden. Das finde ich persönlich sehr legitim. Ha? Das verleitet dem gesamten Spiel eine gewisse Glaubwürdigkeit. Ne? Ich bin ja noch Schüler. Und dementsprechend muss ich natürlich mein Image als Schüler wahren. Und das bedeutet eins ganz besonders. Schön weiblich-geschlechtige, feindliche Sprüche machen. Ja, ich wollte gerade nicht frauenfeindlich sagen, weil es sind ja keine Frauen, es sind ja Spinnen. Gut, andererseits muss ich sagen, fast jede Frau ist eine Spinne. Wow! Jetzt habe ich von meinen 3 Abonnenten 120% verloren. Das heißt also 3 1/6%. Was? Da habe ich gerade noch jemanden gesehen. Der Ort ist neu. Den Ort kenne ich nicht. Hier ging es früher rein. Och Mann! Oh, da ist noch einer! Hilfe! Na komm! Brauch Leben! Das Leben, das ihr mir genommen habt! Ihr falschen Schlangen! In einem Spinnenkostüm! Falsche Natter, du! Ist denn eine Natter überhaupt eine Schlange? Ja, ne? Doch, eigentlich schon. Oh. Okay, bin voll. Ah, das ist immer nett. Hier war früher ein Gewehr. Ach, ja. Okay. Ja, okay. Diese Gewehre sind wahrscheinlich auch Bestandteil von Brutal Doom. Das heißt also, wenn man nicht mit Brutal Doom spielt, dann funktionieren diese Waffen nicht. Und wenn der Typ, der diese Waffe bedient, stirbt, dann bleibt die Waffe nicht übrig, sondern stirbt praktisch mit dem Spieler. Und die spawnt dann einfach, weil die in seinem Sprite nicht mit bei ist. Okay, kommt jetzt was? Ich hätte mal vorsprechen sollen.
Ich hätte mal vorher speichern sollen. Stimmt, jetzt kommt der erste Cyber Demon. Ha! Scheiße, da kann man erst noch, nachdem man die rote Karte genommen hat. Okay. Also schon mal Visier anschalten. Mann, der visiert immer irgendwelche Autos an, oder? Ja. Hä, was visiert der eigentlich an? Ja doch, der visiert das Auto an. Das ist ja hässlich. Ach, stimmt. Okay. Bei Brutal Doom kann man ja mittlerweile Autos verschießen. Ja, das geht hier tatsächlich auch. Ist das geil. Lol, das gefällt mir. Und man muss die Autos machen, ist nicht viel Damage. Ja. Wow, ich dachte eigentlich, dass das hier jetzt auch ein Feature von Brutal Doom ist, aber das ist scheinbar wieder in der Map. Also, ich muss... Oh, Alter, das Wetter schafft mal. Ich muss eins sagen. Ich finde, sowohl Brutal Doom als auch deren Ableger Project Brutality und auch Extermination Day absolut geil. Also wirklich jetzt, es ist definitiv eins der besten Sachen, die jemals so spieletechnisch rausgekommen sind. Allerdings habe ich auch ein paar Verbesserungsvorschläge. Und zwar, dass ich die Sachen etwas strikter trennen würde. Heißt also, solche Sachen, die jetzt map-intern sind, würde ich entweder komplett map-intern lassen oder Brutal Doom intern lassen. Heißt also, wenn sowas hier map-orientiert ist, also in der Map gespeichert ist, dann würde ich auch diese Waffen in der Map speichern. Da diese Waffen allerdings scheinbar nicht map-intern sind, sondern Brutal Doom intern, würde ich dann auch das mit den Autos Brutal Doom intern machen. Also, das hier map-intern und das da hinten Brutal Doom intern ist ein bisschen, naja, ein bisschen komisch. Vor allem auch mit den Texturen. Für mich gehören Texturen generell in die Map rein und nicht in eine Gameplay-Mod. Ihr wisst ja wahrscheinlich noch die Maps, wo überall die Texturen gefehlt haben. Ich denke mal, das ist deswegen, weil die Texturen in Brutal Doom sind und nicht in der Map. Und ich persönlich auch ein bisschen scheiße finde. Aber ich sag mal so, wenn man Brutal Doom zusammen mit Extermination Day spielt, dann hat man ein rundum sorglos Paket und das ist schon echt geil. Und ich sehe hier immer noch keinen Cyber Demon, also kommt er wirklich nicht scheinbar. Na gut. Ein Cyber Demon weniger, damit kann ich leben. Ist noch was? Okay, kein Secret. Alter, ich muss noch 3 Secrets finden. Warum ist das eigentlich alles so groß? So, sieht doch besser aus. Ach so. Ach ja. Ich muss da hoch. Wie auch immer ich da hochkomme. Suche Schalter.exe. Ja, okay. Ah, gut, das Ding brauche ich allerdings noch nicht. Weil ich habe bereits 200 Leben. Da unten ist ein bisschen Ammo. Bin ich aber auch schon voll. Das Ding ist ultra geil. Also das hier ist ja normal schießen und wenn ich jetzt so, dann habe ich praktisch sofort volle Schussrate, weil das Ding ja praktisch schon angelaufen ist. Wenn ich jetzt so anfangen würde zu schießen, würde er erstmal langsam schießen und würde dann mit der Schussrate immer höher, immer schneller werden, weil das Ding ja beschleunigt. Das ist schon in Ordnung, ne? Also hat schon gut Power, aber das Ding hier ist einfach Motherfucker. Also ich habe so, man muss sich das mal vorstellen, man hat praktisch 3 kleine Miniguns in einer Minigun. Das Ding hat also nochmal eine etwas höhere Schussrate als das Ding, ne? Also so schon ganz schön heftig. Und wenn man das Ding jetzt die rechte Maustaste klickt, dann geht das Ding in diesen Modus und dann wird jede von diesen 3 kleinen rotiert dabei so schnell, dass jede von diesen 3 Kleinen eine vollwertige Minigun praktisch darstellt. Man schießt also nicht nur mit einer Minigun, was schon ultra overpowered ist, sondern man schießt mit fucking 3 Miniguns. Da kann ich eigentlich auch gleich mal fragen, kommt. Hier, Waffen-Showcast. Also, wo jetzt? Da. So. Das ist mit Anlauf. Hä?
Okay, ich habe nichts gesagt. Die wuselt ja gar nichts. Die schießt ja auch gleich sofort in voller Geschwindigkeit. Was ist das für ein Dreck? Dann war das wohl nur bei Wuteldum so. Das ist also auch bei Project Brutality. Na gut. So, und hier jetzt nochmal. Ah, schießt schon ein bisschen schneller. Ihr könnt ja mal als Vergleich gucken, wie schnell unten die Zahl geringer wird. Also hier. Ich zähle mal immer bei den Federschritten. Bäm, 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 bäm. Geht. Jetzt. Bäm, 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 bäm. Ist ungefähr das gleiche, aber. Bäm, 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 bäm. Da ist das Magazin innerhalb von Sekunden leer. Ja? Ich meine, ihr habt es gesehen, die Munition ist natürlich dementsprechend auch schnell weg. Aber das Ding hat einfach so eine Art fucking Gewalt. Ich mache jetzt mal mit den gesamten Magazine. Und schwupps ist das gesamte Magazin leer. Also das ist wirklich einfach badass. Es ist wirklich hardcore. Das ist echt hardcore. Okidoki. Zurück zur Story. Müssen wir jetzt hier wieder rein oder was jetzt? Ich guck mal ganz kurz, wo noch grau ist. Hier hinten ist alles schwarz. Da hinten ist gelb. Okay, da ist wahrscheinlich das Ende. Wir brauchen noch eine gelbe Karte. Denn, ach, hier ist noch grau. Okay, ist aber auch. So, hier, genau, von hier starten wir. Da ist auch noch ein bisschen grau. Das ist wahrscheinlich der Startpunkt. Na, hier ist alles schwarz. Was geht denn hier hinten noch lang? Achso, okay, Ende der Welt. Ja, halt also ein bisschen nach hier unten. Was jetzt? Genau. Hä? Nein. So. Da war glaube ich auch eine rote Tür, ne? Da eben, da war doch das mit diesem roten Schalter. Von daher macht er doch die rote Schlüsselkarte einen gewissen Sinn. Oh, wir haben noch 2/5 der Gegner. Heißt also, dass da drinne wird wahrscheinlich wieder ein Deathmatch. Kann aber auch sein, dass es da drinne ultra ruhig ist und wir dann vertreten wieder rauskommen, dass es denn Deathmatch ist. Okay, ich speichere mal das kurz, solange wie es noch ruhig ist. Wow. Na doch, es ist hier drin. Sommerschlussverkauf. Ja, komm noch. Arschloch. Das ist ja schon an dieser Pistole. Das ist eine super Waffe, um einfach mal rumzuballern. Weil da brauchen wir sich keine Gedanken machen, dass man unsere Munition verschwendet, weil es gibt schlicht und ergreifend keine Munition. Was natürlich auch wieder schön unrealistisch ist, weil auch eine Energiewaffe braucht ja irgendwoher Energie, ne? Heißt also, entweder ist das Ding solarbetrieben, dann müsste man allerdings eine Solarzelle sehen, sehe ich nicht. Oder aber das Ding ist mit Batterien betrieben und dann ist die Batterie irgendwann leer. Also auch dann hätte das Ding in dem Sinne Munition. Hat es aber nicht. Es ist also eine vollkommene Fantasiewaffe, die einfach nur dafür gedacht ist, dass man in Doom 2016 schön rumballern kann. Oder halt eine schöne Backup-Waffe hat. Wobei wir als Backup-Waffe auch eine relativ gute haben, und zwar diese Einschusswaffe, wobei die aber halt nur einen Schuss hat. Während die hier... Ja, wie viele sind denn hier? Hier sind überall Gegner. Vor allem ist es so scheiße verwickelt. Wovon schießen die denn hier? Boah, da sind immer noch welche. Na, da ist noch einer. Oh Gott, da sind ja noch ganz viele. Boah. Mann, Alter. Vor allem die ersten Landen sieht man hier auch nicht. Kann man die abschießen? Nein, kann man nicht. Alle weg? Naja, da ist noch einer. Okay. Jetzt ist es hier auch schon ein bisschen ruhiger. Da sind aber noch welche. Ah ja. Wow. Oh, wow. Ah, wir haben 4/5 der Gegner. Und da sind schon die nächsten. Wow. Okay, also so sind wahrscheinlich doch alle hier drinnen. Nochmal so schön als goldener Abschluss. Ah komm, komm doch!
Ein bisschen Pistolenpower hier. Du musst ein bisschen Munition sparen. Für euch Saftsäcke verschwende ich doch keine Munition. Wo kommen wir denn da hin? Komme hier vor wie ein Krieg. Wobei das ist ja auch eigentlich Sinn und Zweck von Doom, ne? Ist ja praktisch Krieg. Wir sind ja immerhin ein Marine. Ja. Mann, so viel schöne Munition und ich krieg nichts davon. Oh, da ist ja noch einer. Hallo? Wow. Alle weg? Alle weg. Okay. Also ich bin jetzt so komplett durch den Wind. Darf man jetzt bei Brutal Doom eigentlich springen? Bei Extermination der eigentlich springen? Keine Ahnung. Oh. Ich liebe Gasflaschen. Wobei das eigentlich auch wieder unrealistisch ist. Ich meine, wir verschießen ja mit der Pistole keine scharfe Munition, sondern eigentlich eher sowas wie Energiebälle. Heißt also, wir haben in dem Sinne keinen Aufschlag, sondern wir haben praktisch nur eine Energiequelle, die wir darauf verschießen. Und das Problem ist, Energiequellen kommen schlecht durch ein Stahlgehäuse. Das heißt also, eigentlich sind diese Gasfässer gegen die Pistole resistent. Weil das, warum die Gasflaschen so schnell explodieren, ist ja, weil sie bei Kugeln sehr stark deformiert werden und damit aufreißen, aufplatzen können und dabei nicht punktuell, ja, wenn sie sich deformiert haben, Risse entstehen, wodurch dann Gas austreten kann. Und dann, wenn man weiter darauf schießt, genau durch diese Stellen, wo Gas austritt, natürlich denn das Gas, das austritt, sich durch den Funkenflug entzünden kann. Aber wie gesagt, wir verschießen hier ja keine scharfe Munition. Heißt also, wir haben erstens nichts, wodurch sich dieser Stahlkäfig um die Gasflaschen verformen kann. Haben wir jetzt alle? Wir haben alle. Lol. Also speichern. Wir haben also erstens nichts, wodurch sich dieser Stahlkäfig verformen kann. Da ist die Karte. Und zweitens, selbst wenn er sich verformt hat und Gas austreten sollte. Na gut, okay, haben wir ja praktisch doch die. Diese Energiestrahlen, die ist ja praktisch reine Hitze, was wir verschießen. Zumindest so, wie ich die Waffe verstehe. Yay! Und jetzt? Jetzt haben wir die gelbe Karte. Jetzt können wir also weg. Sind noch irgendwo Gegner? Ja, wahrscheinlich eher weniger. Ah, was zur Hilfe? Was war das denn jetzt gerade? Ihr seid doch alle behindert. Komm, ihr. Eat my shit. Boah, was war das denn? Hallo? Muss ich jetzt hier durch alle Gänge durchrennen, gucken, ob noch irgendwelche Fallen aufgehen oder was? Na, hier war ich ja gerade. Und hier hinten war ich ja auch schon. Okay. War also bloß eine Falle. Gut, dann gucken wir mal. Aha, da irgendwo ist ein Secret. Da ist ein Secret. Ich sehe aber keinen. Oh, doch. Wow. Na, das hätte ich ein bisschen früher gebrauchen können. Dann gucken wir noch mal hier oben rum. Hier gibt es ja so schöne Gänge. Wahrscheinlich gibt es sogar noch was. Ach, egal. Komm, fuck off. Pack auf. Hier gibt's noch was. Ansonsten bin ich ja soweit eigentlich voll, oder? Ah doch, ein bisschen könnte ich noch vertragen. Hier ist aber überhaupt nichts, oder? So, doch hier. Aha. Die Waffe 1 ist also schon mal voll. Vielleicht bin ich noch ein bisschen. Hier ist noch Raketen. Bin ich einfach schon voll. Aha. Uah. Nein, ich wollte gar nicht runter. Ich wollte. Ach, Mann, wo? Ach komm, fuck off jetzt. Ist mir zu blöd. Ach so. Das hier ist eine Line Death, ne? Das ist wahrscheinlich das Ding, was diese Dinger hier ausgelöst hat. Die Frage ist, was ist dieser graue Kasten hier?
Kann ich damit auch noch eine Falle auslösen oder? Wo ist das überhaupt? Das ist. Da oben. Okay, hier war ich auch gerade. Hier kann ich ja gar nicht drauf. Ist das ein Schalter? Hä? Oh! Ach, ist es. Hä? Wenn das hier ein Secret war, wieso war das denn grau markiert? Leck mich doch. Vor allem, ich habe jetzt für ein Secret, da drin habe ich nichts bekommen, habe aber schon Munition verschwendet. Nee, also jetzt will ich Munition haben. Leute, Vergeltungsschlag. Ich werde euch alle zerficken. Wo ist meine Munition? Hä? Ah, draußen wird es endlich hell. Es ist ja auch schon 6:30 mittlerweile. Digga, ich werde hier gleich. Ich stelle euch das alles in Rechnung. Jeden einzelnen Penny werdet ihr bezahlen. Ihr scheiß Bitches. Hinten war ja irgendwie noch Munition, oder? Oder war. Ah ne, war ja auch für die Minigun. Da, genau. Ah, scheiße. Ah! Yay! Juhu. So, achso, wir haben ja noch Gegner. Ach man, oh. Ich dachte, das war's jetzt. Vor allem haben wir auch noch ein paar Secrets. Und zwar. Ah ne, doch nicht, wir haben alle Secrets. 4 von 4 Secrets. Ja, wir haben 4 Secrets. Ah ja doch, genau, wir haben da hinten 2 gehabt und wir hatten jetzt hier vorne 2. Und 2 plus 2 sind 5. Also haben wir 5 von 4 Secrets. That makes sense. Okidoki. Wo sind die anderen Gegner? Hallo! Gegner! Achso, oder die warten beim Ziel wieder auf uns. Ja, das kann natürlich auch sein. Na komm. Dann rennen wir mal ganz schnell zu dem Ding, was ich denke, dass es ein Ziel ist. Na ja, komm, mach hinterher. Ja, ich will höher springen können. Ihr Arschgeburten. Ihr wurdet aus dem Dickdarm entbunden. Oh, ist hier noch was? Hier plus Leben. Keine Rüstung, kein Nichts, gar nichts. Ich habe keine Rüstung mehr. Ich will heulen. Hatte ich schon. Sehr schön. Sehr gut, sehr schön. So, ich habe jetzt alle Karten. Also muss ich jetzt hier hinten reinkommen. Was? Ach komm, fuck off. Hab gerade schon überlegt, ob ich jetzt neu laden soll. Allerdings, Quick Save, ja genau. Allerdings, keine Ahnung, wo ich das letzte Mal geschwächert habe. Und das bloß für die letzten paar Monster, hab ich Bock drauf. Hä? You're trying to say you like that better than me. Achso, ja, okay. Ja, komm. Ich bin immer wieder verwirrt, dass beim Beenden des Spiels eine Frage kommt. Aber klar, ist ja logisch. Okay. Das war's soweit. Von daher würde ich mal sagen. Arrivederci. Ansonsten noch ein kleines Nachwort. Ich habe noch keine Folge hochgeladen. Die sind 1080p. Das sind erst die ab, da wo ich es gesagt habe. Und die habe ich noch nicht hochgeladen. Ich weiß also noch immer nicht, ob es funktioniert hat. Also von daher, nur damit ihr so Bescheid wisst. Tschüss. Und ciao. Und bye bye. Und Arrivederci. Und sayonara. Und an meine tschechischen Freunden.